Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Aber sehen lernen kann einige Zeit dauern. Kaum etwas bringt so auf den Punkt wie dieser Werbespruch aus den, ich glaube, 80ern oder 90ern von Leica. Aber kann man sehen denn tatsächlich lernen? Wenn man das Internet fragt, dann geht es hier einfach nur um Talent. Den Blick hat man oder hat man nicht, liest man in Facebook, Instagram und diversen Fotografieforen immer wieder. Stimmt das? Kann man sehen lernen oder ist das einfach angeboren oder man kann es vergessen? Spoiler gleich vorneweg, die dir erzählen wollen, dass das nicht möglich ist und du es nicht lernen kannst, erzählen das meistens, weil es einfacher ist, über Kameras, Technik, Einstellungen und alles andere in der Fotografie zu reden. Sehen lernen ist ein komplexes Thema. Dazu müssen wir im Großen und Ganzen vier Punkte verstehen. Erstens, wie sehen wir überhaupt aktuell? Status quo. Zweitens, was übersehen wir dadurch, was wir sehen? Und drittens, wie können wir beeinflussen, was wir sehen und wie wir wahrnehmen? Und dann noch viertens, welche Werkzeuge stehen uns zur Verfügung und wie können wir diese Werkzeuge benutzen, um das, was wir sehen, neu sehen, dann in Fotos zu transportieren. Und wenn ich Werkzeuge sage, dann meine ich jetzt nicht Kameras und Objektive und all das schöne technische Zeug, über das wir so gerne im Internet diskutieren, da meine ich ganz andere Werkzeuge. Eines meiner Lieblingswerkzeuge zum Sehen lernen, das ich in den 80er Jahren liebend gern verwendet habe, als ich mir keine eigene Kamera leisten konnte, weil ich viel zu jung war, ist das hier. In der Zwischenzeit natürlich unnötig, weil wir haben es ja sowieso jetzt in der Hosentasche. Aber fangen wir von vorne an. Sehen an sich ist ja ein völlig automatisierter Prozess. Wir werden geboren, wachsen auf, sehen Objekte, Formen, Farben, Dinge und unsere Umwelt, Eltern, Gesellschaft erklären uns dann von klein auf, wie wir das, was wir hier sehen, zu interpretieren haben. Das heißt, was wir sehen, wie wir wahrnehmen, ist schon mal grundsätzlich von klein auf geprägt. Dazu ist es auch gesellschaftlich geprägt. Es kommt darauf an, wo wir aufwachsen. An unterschiedlichen Orten der Welt wird ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen. Es ist auch kulturell geprägt. Es ist sogar von unserer Tagesverfassung, von unserer Stimmung, von unseren Emotionen abhängig, was wir genau wahrnehmen und wie wir das genau wahrnehmen. Da spielen so viele verschiedene Dinge rein. Das heißt, der erste Schritt, den wir brauchen, ist zuerst mal aktiv realisieren. Was nehme ich gerade wahr und wie sehe ich gerade? Und das Einzige, was du dazu tun kannst, ist tatsächlich üben, immer wieder, am besten mit der Kamera, dich irgendwo hinzustellen und einfach mal zu sehen, wahrzunehmen und dich zu fragen, was sehe ich hier, wie interpretiere ich das? Und dann zu hinterfragen, ist das die Realität, die eine? Oder könnte man das, was ich hier sehe, anders interpretieren? Könnte man hier was anderes sehen? Könnte man das anders darstellen? Könnte man die Dinge in einen anderen Kontext bringen und damit plötzlich etwas anderes wahrnehmen? Allein wenn du diese eine Sache eine Zeit lang übst, wirst du feststellen, dass sich an deiner Wahrnehmung in der Umgebung wahnsinnig viel anfängt zu verändern. Und auch deine Fotos werden sich damit mitverändern. Nicht ärgern und nicht überrascht sein, es kann mal nach unten gehen. Wie bei jeder Veränderung, wenn wir den Status quo hinterfragen und mal wegwischen, was wir gelernt haben und was Neues lernen wollen, geht es zuerst mal kurz nach unten. Aber selbst wenn du das laufend übst und darin besser wirst, übersiehst du immer noch Unmengen an Dingen. Du realisierst zwar jetzt, dass das, was du siehst, eine Interpretation von dir selbst ist und dass du diese Interpretation möglicherweise aktiv verändern kannst, aber du übersiehst noch immer extrem viel, das dir einfach entgeht. Das heißt, im zweiten Schritt wäre es wichtig, deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit auf deine Umgebung aktiv zu trainieren und zu beeinflussen. Und keine Sorge, dazu musst du nicht Wochen oder Monate lang auf einem spitzen Stein sitzen und aufs Meer schauend meditieren. Das geht auch viel schneller. Andrew Huberman, großartiger Neurowissenschaftler, super interessanter Typ, der einen großen YouTube-Kanal und Podcast hat, hat es mal schön erklärt, die Panorama Vision, also einfach den Panoramablick zu üben und zu trainieren. Wenn du darauf achtest, wenn du etwas anschaust oder irgendwo hinschaust, wirst du immer feststellen, dein Fokus, deine Aufmerksamkeit ist immer in der Mitte. Und rundherum findet zwar wahnsinnig viel statt, aber das findet nicht in deiner Aufmerksamkeit statt. Nicht so richtig. Du bist immer fokussiert auf das, was du gerade anschaust. Und genau das lässt sich üben, dass du zwar eine Sache fokussierst und anschaust, aber das, was rundherum passiert, was alles noch im Bild in deinem Blick stattfindet, auch in deine Wahrnehmung übernimmst und mal drauf achtest, fühlt sich ein bisschen komisch an, jemanden anzuschauen, aber im Kopf einfach den Blick zu öffnen, den Weitwinkel aufzumachen und das, was rundherum passiert, auch in die Wahrnehmung zu lassen.
Auch das ist durchaus ein anstrengender Prozess, wie immer dann, wenn wir in unserem Gehirn versuchen, automatisiert ablaufende Prozesse aktiv zu beeinflussen, dann kommt der Automatismus immer dazwischen und will das Ruder übernehmen. Und das ist ein anstrengender Prozess. Aber du wirst sehen, wenn du diese beiden Dinge übst und dann miteinander kombinierst, wirst du nach einiger Zeit viel mehr wahrnehmen. Du wirst viel mehr sehen in deiner Umgebung. Dir werden mehr Dinge auffallen, die anderen entgehen. Und durch deine neue Interpretationsübung wirst du feststellen, dass du aus den Dingen auch fotografisch was anderes machen kannst. Allein diese beiden Dinge werden enorm viel in dir verändern. Und bis hierhin brauchst du kein fotografisches Verständnis. Aber ab hier, finde ich, wird es richtig spannend. Was macht ein gutes Foto aus? Allein mit den bisherigen zwei besprochenen Werkzeugen kannst du deine Fotos wesentlich interessanter gestalten. Denn du kannst die Aufmerksamkeit und den Blick von Betrachtern auf etwas lenken, was ihnen sonst entgangen wäre, was sie vielleicht nicht wahrgenommen hätten. Und du interpretierst es auch noch ein bisschen neu, du versuchst es anders ins Bild zu rücken und allein das macht es schon interessanter. Aber richtig gut werden Fotos dann, wenn du deine fotografischen Werkzeuge beherrschst. Und nochmal meine ich hier nicht Kamera, Objektive, Einstellungen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist relativ schnell erklärt und relativ schnell zu lernen. Herausragende Fotografen beherrschen ihre Werkzeuge und fokussieren sich auf die Dinge, mit denen sie arbeiten wollen. Sean Tucker zum Beispiel arbeitet enorm viel mit Kontrast und Farben und Formen und Geometrien. Mark Fearnley arbeitet extrem viel mit Linien und Geometrie, dazu mit Kontrasten. Alex Webb ist ein absoluter Meister der Farben. Wie er Farbkontraste und Schatten und Kontraste kombiniert, ist einfach beeindruckend, aber meistens geht das alles aufs Unterbewusstsein. Wenn man sich mit diesen Themen nicht intensiv auseinandersetzt und ein tiefes Verständnis dafür bekommt, wie man das einsetzt, wird es meistens schwierig, das zu rekonstruieren. Ando Fuchs schafft es mit Schwarz-Weiß-Fotografie, so derartig Emotionen ins Bild zu holen und arbeitet auch viel mit Geometrie und Kontrasten, aber hauptsächlich mit Stimmungen und Momenten. Es gibt so viele Werkzeuge, auf die man sich in der Fotografie konzentrieren kann. Da gibt es die Geometrie mit führenden Linien und allein das Thema Geometrie ist extrem umfangreich. Du hast Formen, du hast Farben, du hast Texturen und Oberflächenbeschaffenheit, die ein Gefühl in ein Foto transportieren können. Du hast natürlich die zwei wichtigsten Elemente in der Fotografie, Licht und Schatten. Unglaublich, was auch Schatten alles anstellen kann, abgesehen von Kontrasten erschaffen. Du kannst damit etwas verstecken, du kannst damit Farben betonen, wenn sie direkt neben einem Schatten sind. Jedes einzelne dieser Werkzeuge hat so viele Einsatzgebiete und man kann sie so gut kombinieren miteinander. Warum es nicht funktioniert oder warum es manchmal so ein anstrengender Prozess ist, liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass man zu viel auf einmal versucht zu kombinieren und zu viele Dinge auf einmal will. Deswegen sind auch die einfachsten Werkzeuge, finde ich, manchmal die besten Werkzeuge, um fotografieren zu lernen. Dieses Ding hier hat in den 80ern quasi das Smartphone ersetzt, aber was es tut, ist einfach mir eine Möglichkeit geben, durch einen Rahmen zu schauen und nur einen Teil dessen, was ich sehe, wirklich in die Wahrnehmung zu holen, damit mit Geometrie zu spielen, mit Bildausschnitten zu spielen. Und dadurch vereinfacht so ein extrem einfaches Werkzeug das Sehenlernen, weil man sich wirklich darauf fokussieren kann, durch Weitwinkel oder Tele, einfach nur näher ran und weiter weg, sich auf bestimmte Ausschnitte der Realität zu fokussieren und in diesem Ausschnitt diese Realität neu zu interpretieren, mit Geometrie neu anzuordnen und damit plötzlich zum Beispiel in seinem Umfeld Buchstaben zu finden. Eine großartige Übung in der Fotografie, such einfach Buchstaben oder schau einfach mal immer nur auf den Boden und versuche, was du auf dem Boden alles findest, abgesehen von Buchstaben, Formen, Geometrien, Schatten, Farben, da kann man so viel fotografieren oder nur nach oben. Such dir, wie auch immer du es machst, ein einziges Thema. Fokussiere dich auf eine Sache, geh mit deiner Kamera raus und minimalisiere den Aufwand und sage einfach, ich mache jetzt nur diese eine Sache. Ich suche heute nur nach A, nur nach M in meinem Umfeld oder generell nur nach Buchstaben und ignoriere fürs erste Mal alles andere. Dabei wirst du automatisch sowas wie Licht, Schatten, Kontraste, Geometrien ins Bild holen, weil du die dazu brauchst, um diese Buchstaben zu fotografieren. Klar, das hier ist unnötig, du kannst auch tatsächlich fotografieren. Aber auch da wieder, Einfachheit gewinnt. Schwarz-Weiß-Fotografie hat mir in den ersten Jahren, als ich begonnen habe zu fotografieren, extrem geholfen, diese Einfachheit zu behalten. Weil Farben an sich schon wieder ein enorm komplexes Thema sein können. Und sich da ranzutrauen, um es auch wirklich gut zu machen und nicht zu viele Elemente, Farben, Geometrie, Schatten, Formen, Texturen und alles auf einmal im Bild beachten zu müssen, hilft Schwarz-Weiß-Fotografie schon enorm.
Ja, sehen lernen ist ein enorm umfangreicher Prozess und kann ziemlich lang dauern. Deswegen arbeite ich auch gerade aktuell an einem sehr umfangreichen Kurs zu diesem Thema. Wenn dich das interessiert und du da tiefer eintauchen möchtest und den gesamten Weg gehen möchtest, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Aber bis dahin, Einfachheit gewinnt. Versuch, die ersten beiden Übungen aus diesem Video zu machen. Versuch, deine Interpretation zu hinterfragen und neu zu interpretieren. Versuch, deinen Blick zu öffnen, diesen Panorama Vision von Andrew Huberman. Und kombiniere diese beiden einfach mal. Und ich denke, du wirst sehen, dass du allein dadurch schon enorme Fortschritte machst. Aber am wichtigsten finde ich, lass dir nicht im Internet erzählen, dass du mit Talent entweder geboren wirst oder es nie lernen wirst. Sehen kann man lernen. Es ist ein Prozess wie alles andere. Einer, der übrigens niemals endet, und deswegen schnappe ich mir jetzt die hier. Steck hier einen 3200 ISO-Film rein und gehe mit Dan Rubin in Wien fotografieren. Der ist heute in Wien und ich habe beschlossen, in diesem Jahr viele Workshops zu besuchen von anderen Fotografen. Ein bisschen Austausch, Inspiration holen, auch da wieder den Blick ein bisschen öffnen. Und vor allem finde ich es spannend, jemanden wie Dan Rubin, den ich als Fotografen sehr schätze, in der eigenen Stadt zu erleben. Mich nicht woanders hin zu begeben und dort zu fotografieren, weil neue Umgebung inspiriert immer, sondern etwas, das ich 10.000 Mal gesehen habe und versucht habe zu fotografieren, mal einfach jemand anderen hierher holen und schauen, was der hier sieht. Ich glaube, das ist ziemlich spannend und wenn die Ergebnisse halbwegs zufriedenstellend sind, dann zeige ich sie vielleicht hier. Mal schauen. Es ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Nicht alles, was du fotografierst, muss gezeigt werden. Mach's einfach öfter mal wieder nur für dich. Einfach nur fürs Gefühl des Gemachthabens.